Lolli lutschen. Ja. Irgendjemand hat mich gefragt, ob ich gut lutschen kann. Ich dachte so, Lolli, ja? Lass es mir eine Tomate auf dem A probieren. Das war aber Spaß, weißt du? Das war Spaß. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße mal an Team Nachtaktiv. Ich, Kamera, machst du scharf? Machst du Döner mit scharf? Machst du YouTuber mit scharf? Die Kamera will... YouTuber mit scharf, Leute, da bin ich wieder scharf. Schöne Grüße mal an Team Mittagsaktiv, Leute. Ich hoffe, ihr seid zurück von der Schule für diejenigen, die die Ferien abgelaufen sind. Ein Like, Leute, für ein mehr Tag, mehr Ferien. Aber die Herbstferien dauern auch nicht mehr lange. Ihr wisst Bescheid. In der Like-Battle wird immer ein kreativer. Ich weiß. Mal wieder die gleiche Soße am Anfang hören, Leute. Gar keinen Bock, wisst ihr Bescheid, ne? Ich hab voll Bock, dass in diesem Spiel was passiert. Immer noch kein Riss im Himmel. Immer noch ist nichts aufgetaucht, was uns irgendwas hier näher bringt oder sowas, ne? Und die Zeit wird langsam knapp. Nur noch eine Woche, tatsächlich Season 4. Ne? Schön und gut, Season, aber Season 4 ist auch noch da. Ich meine, es ist bisher irgendwie schade, dass kein Riss aufgetaucht ist, aber hey, die Season 4 kommt auf uns zu und am Sonntag können wir uns bestimmt schon mal auf irgendwelche Teaser freuen. Und die nächsten Tage werden definitiv spannend, ob hier irgendwas passiert oder ob wir ein Mini-Event bekommen mit Hightower und was den Soundfiles angeht oder nicht. Aber genauso spannend ist die Geschichte von Butterfly Lea und ihrer Wette mit mir, die wir abgezogen haben im Stream, ne? Wo die sich bei 1400 Subs etwas machen soll. Und mal schauen, ob ihr das hier schafft, auf jeden Fall im September. Nein, ist immer noch nicht, meine Freunde, Leute. Mama San ist immer noch bei mir, keine Sorge. Deswegen haben wir zum ersten Mal die Arena gepusht und mal so richtig schöne Punkte geholt, Leute. Das werdet ihr jetzt hier sehen, ihr Highlight-Clips und den Cut. Gerne Abo-Button und Glocke reinhauen, Leute, ne? Auch wenn ihr gar keinen Bock drauf habt, könnt ihr auch da gerne reindrücken. Falls YouTube mal wieder so gnädig ist, um das Video mal zu empfehlen. Wenn es euch weiter empfohlen hat und ihr dann auch noch drauf gedrückt habt, ist ja auch noch so eine Sache, ne? Weiterempfehlen ist so eine Sache und dann müsst ihr auch noch Bock haben, drauf zu drücken. Und kurz zur Erinnerung für euch, Leute, heute um 17 Uhr gibt es nochmal natürlich einen Livestream, wo wir ein bisschen Fortnite spielen, aber der Hauptprogrammpunkt ist natürlich Twitch Rivals mit Hyperscape, wo wir dann versuchen, $50.000 zu verdienen. Bin mal gespannt, ob ich das erste Mal an so ein Geldturnier schaffe. Ich gehe competitive, Leute, ich werde das reinschwitzen und vielleicht könnt ihr mich ein bisschen anfeuern und wollt ihr dabei sein. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch zu sehen und bis gleich. Hallo. Was geht? Na, Kleiner? Alles gut bei dir? Ja. Hast du keine Schule heute? Nein, ich schwänze heute. Das kriegen wir nicht länger als eine Minute hin. Ja, wir gehen jetzt Arena pushen. Wir kleppen die alle weg. Du hast auch 0 Punkte in der Arena, oder? Nee, Arena 0 Punkte ist das Beste. Da sind Leute wirklich schlecht noch. Oh, der Hai hat was Goldenes, Legendäres. Leute, Wettbüro ist eröffnet. Was hat der Freie gefressen? Pistole? Sniper? Oder doch Nesca? Er hat ein Jagdgewehr gehabt. Ich bin lieb. Nicht zu mir. Doch, natürlich. Will jemand 42 Splash Isam? Ich hab ja, dir auch gesagt, die Haare sehen schön aus. Du hast nie gesagt, ich bin süß. Hello, darkness, my old friend. Du bist süß. Oh Gott, oh. Das hört sich doch falsch an. Oh, Leute. Alter, was ging runter? Ganz ruhig stehen. Habt ihr das gehört? Stream, einmal Party! Warte. Ein Fisch los durch die Nacht. Oh, ein Fisch geht noch und ist erwacht. Goldfisch los durch die Nacht. Ein Fisch geht noch, dann sind wir wach. No. Träumen wir, ja? Ist alles nur ein Traum oder ist das Fantasy? Es ist halt, cool, bei dir schreiben sie, ich bin böse, ich bin nicht böse. Aber wenn ich zum Stani lieb bin, dann ist das irgendwie falsch. Das passt nicht. Es passt einfach nicht. Oleg weiß gar nicht, was los ist, ne? Was ist mit dem Fall? Was ist denn mit euch passiert in den letzten Wochen, ey? Ja, ehrlich. Ich bin einfach so mittendrin in der Nein, guck mal, also, ich habe damals gesagt, aus Spaß, und es war wirklich Spaß, aber irgendwie hat Stani das ernst genommen und hat das übel gepusht, ne, sodass das jeder irgendwie mitbekommen hat. So, ich habe damals gesagt, weil ich hatte 1350 Subs, und habe ich gesagt, wenn ich 1400 Subs kriege, lasse ich mir eine Tomate auf dem probieren. Das war aber Spaß, weißt du, das war Spaß. Aber Stani hat das aus irgendeinem Grund mitgekriegt, ich weiß nicht warum. Ich habe Tomate gehört. Dann halt übel gepusht. Ja. So, und ja, musst du es jetzt machen, also ziehst du es durch, oder? Ja, wenn ich, wir haben jetzt, pass auf, ich habe gesagt, ich mache das sicherlich nicht alleine, also er muss dann auch schon irgendetwas machen. Ja? Und dann hat der Chat entschieden. Ja. Die durch, dann hat der Chat entschieden,
dass wenn ich die 1400 habe, muss er die 1700 kriegen und muss mit einer Hotpants mich begleiten und das vloggen. Mit einer Hotpants? Von mir. Von der, ja. Ach so. Das hört sich auch einen guten Deal an, auf jeden Fall. Würde ich mir angucken. Naja, man. Ne? Und also ich könnte Stan danach nicht mehr in die Augen gucken, aber ich würde es mir ansehen. Gut, dass wir uns nie in die Augen gucken müssen, ne? Außer Gamescom vielleicht. Ja, mach doch in Real-Life-Stream. Oh, das wäre doch mal eine Idee, Lea. Wobei, das kann man nicht. Nee, das kann man nicht zensieren. Kannst du nicht. Nee, können wir nicht zensieren, Leute. Zumindest kann ich dann nicht auf den Film oder was auch immer. Sehr gut. Er ist down. 60er Hit auf sein Mate. Das ist genau über mir da einer. Na, auch down. Scan. Dann wissen wir, wo der Rest ist. Hast du das geschafft? Ja, ich glaube ja. Wo ist der denn? Ah, da auf dem Bach. Da auf dem Baum. Nö. Da kommen noch welche da? Ja, da hinten sind noch welche. Ach, hinter dir auch noch? Ich habe ein Jump-Pad. Ja. Also wir können die aus der Zone versuchen zu pflücken. Die müssen eh in unsere Richtung. Oh, das war gut. Ja. Mach bitte nochmal. Nice. Oh, die Marodeure sind da. Na toll. Endlich wieder da. Warte, ich töte die. Also die sind schlecht da hinten, die kommen da nicht raus. Ja, Oleg, lass uns die erstmal pushen, dann sind die tot. Könnt ihr nochmal aufschießen, weil der frisst irgendwas. Ach scheiße, das war zu früh. Hab nochmal einen 23er Hit. Jetzt kommt die Zone, jetzt sind die im Arsch. 4, 3 Hits, 60 Damage. Ich mach gar nichts. God Aim ist aktiviert. Okay, soll ich, ich mach Jump Head. Ja. Einer ist niedergestreckt, let's go. Okay, looten wir den mal. Ist noch einer in der Zone. 60er Hit, God Aim. Bei mir. Hab einen down. Scheiß Twitch-Streamer, hab ihn zerstört. Beende die Twitch-Karriere auf jeden Fall. Der hat einen Raketenwerfer gehabt. Noch einer down. Ich wollte den Grappler haben, ey. Hab 50er Hit. Nochmal ein 30er Hit. White. Und Assist. Toll. Toll, das wäre meiner gewesen. Mach mir Bibi. Hier ist noch einer. Hab ihn. Er wollte resten. Oh. Ich hab Jump Pads. Sollen wir springen? Ach, ihr seid schon da. LOL. Ja. Den einen habe ich übel gut Hit gegeben. Schön. Ja, ich hab zwei. Ich hab drei Leuten einen guten Hit gegeben. Ein down. Danke. Noch einer down. Alle down. Puh, das war bitter nötig. Aber ich liebe Arena bei 0 Punkte, ne? Ich liebe Arena bei 0 Punkte, Leute. Das macht so Spaß. Irgendwo Holz? Ne, ne? Doch, hier. Okay. Okay. Ich bin voll, ich kann dir auch was geben. Ja, ja. Nee, alles gut. So, ja, letztes Team, oder? Ja, wir müssen weiter vor. Wir müssen eigentlich zu denen kommen. Hab einen Headshot. Ich bin's einfach. Jetzt mach Druck. Ich wurde auch angehittet. Jawohl, nochmal 50 HP drauf. GG in den Chat, Leute! GG in den Chat, Leute! Leute, war das God Aim bei mir oder was? Wie viel Leute habe ich hier weggekleppt, ey? Und dann noch wieder wunderschöne Sniper-Shot zum Schluss. Ich bin's einfach. Lea, du hast auch wundervoll gespielt. 15 Kills insgesamt, 6er Kill-Round. Schmeckt. Und ich habe nicht aufgenommen. Das bitte. Ich muss im Replay aufnehmen. Also, du hast doch gestreamt. Kannst du die aufnehmen? Ja, okay. Dann mache ich eine Folge. Ich spiele das erste Mal Arena. Arena bei 0 Punkten ist geil, ne? Ja, schon. Schon, ne? Schon. Ey, Lea hat vorhin ja schon gesagt, dass ein Lolli-Lutschen auch ganz geil ist und so. Und was ist hier gut? Lolli-Lutschen. Lolli-Lutschen? Ja. Jemand hat mich gefragt, ob ich gut lutschen kann. Ich dachte so, Lollis, ja? Lull. Olex Weltbild gerade bricht zusammen. Nein, das ist halt so voll dumme Frage. Also, kannst du gut lutschen? Kinder, so Kinderfragen.
Ja, das war noch nicht mal ein Kind. Also oder bei mir muss auch immer definitiv Milch drin sein. Alles andere ist mir scheißegal, aber Milch muss sein. Im Lolli oder? Im Kaffee. Im Kaffee. Ja, wie machst du dir deinen Kaffee? Also mit welchem Gerät? Welches Gerät? DeLonghi. DeLonghi? Ist das so ein Vollautomat oder? Degusto. Ja. Kaffee mal probiert, schmeckt mir nicht, ja. Manchmal, ne? Wenn man so als ahnungsloser kleiner Junge, so mit 25, ja, durch die Welt stolziert, ne, und dann sieht man immer so diese Erwachsenen, diesen Kaffee trinken, die trinken das immer so genüsslich, so, als ob bei denen irgendwie die Seele erquickt, denkst du dir, boah, das muss ja richtig lecker sein, ne? Dann probierst du das und als ob dir irgendjemand in den Gesicht gefurzt hat, so dreckig schmeckt das. Trinkst du gerne Jägermeister, oder? Die trinkt das zum Frühstück, ey. Was hältst du denn da? Das stimmt aber. Könntest du gar einen Jägermeister Kuchen machen und du wirst ihn geil finden. Oh. Hast du denn einen kaputt? Also ich hab den jetzt so low angeschossen, wenn der jetzt nicht gleich stirbt, dann weiß ich nicht weiter. Hab einen. Was? Den Zappa-Kappa. Kann direkt seinen Fortnite löschen. Haben wir. Zwei Kills. M10L, ich würde mir neue Clan-Member suchen, die können nix. Habt ihr Heilung? Ja, wir sind in der Arena, die... Achso, du hast ja keinen gekillt. Ich kann dir Minis geben. Und Softpacks habe ich auch. Nee, Okay. Schön, dass du da bist, Suchti. Herzlich willkommen. Ein Bull mit Milch ist das Beste. Uff, das hört sich auch ab, glaube ich. Ich hab Medi. Da fliegen welche. Ja, zu uns sogar. Hab einen 50er-Hit. Machen Druck. Nochmal 26er jetzt. Hab ein 100er jetzt. Steck die Treppe gerade. Schildbreak. Deine Schildbreak, ja. Der eine ist richtig low. White. Einer Schildhit. Lass ihn mal verfolgen. Okay. Ja. Was jumpen die so viel? Bouncepads. Ey, ich hab die so gut angeschlagen, ich will die jetzt kaputt machen. So, hinterher, ich will die kaputt machen, selbst wenn wir die Runde dabei verlieren. Hab nochmal Headshot. Ey, mein Aiming heute, Leute. Das ist unnormal. Shieldbreak. Lea snackt den weg, okay. Ich snack hier gar nicht weg. Einen down. Alle weggesnackt, ey. Ich hab so viel Damage gemacht an die alle. Pass auf. Let's go. Ey, ohne Witz, ich hab den so viel Damage gedrückt. Sniper-Shot, 100er Hit, 60er Hit mit der Scar. Und die zwei snacken die weg, ey. Einfach nicht übertreiben. Wir wollen ganz gechillt bleiben. Seilrutsche. 23er Hit. Einer fliegt von oben. Nimmt den von der Seilrutsche ab. Nochmal 23. Nochmal Headshot, Schildbreak, White. Nice. Er ist unter uns. Meine haben keine Messen mehr. Ein Headshot. Noch ein Headshot. Und down. Schön gemacht. Lass die holen, dann könnt ihr euch heilen. Am besten Lea killt die. Perfekt. Perfekt. Gelöscht haben wir die. Bedient euch, holt alles, was ihr wollt. Okay. Ab ein. Ich scanne ihn. Oh. Hier Maus. Hier Maus. Mach kaputt! Schieß die Bude auf! Ein. So wird's gemacht. Sehr gefreut, mit euch zu spielen. Ich muss jetzt aber offline gehen. So, was sagt ihr, Leute? Schaffen wir die 1400 für sie, damit wir ein Tattoo draufkriegen mit einer Tomate? Wäre nice. Wisst ihr, was auch nice wäre? Hier so zwei Videos hier auf der rechten Seite. Wenn ihr da drauf drückt, findet ihr auf jeden Fall weitere Videos, die ihr euch angucken könnt. Ne, zum Beispiel Hyperscape kam gestern Nacht raus. Heute Abend um 17 Uhr ist noch ein Livestream für Hyperscape, wo wir den Twitch Rivals um $50,000 spielen. Ich gehe Competitive, Leute, ich gehe Pro. Könnt ihr gerne dabei reinschauen. Natürlich checkt auch meinen Zweitkanal aus, würde mich freuen. Nein, nicht den Kollegen hier, noch da drüber. Und gebt mir Flasse. Plopp.